Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf dem ersten Parteitag nach der verlorenen Bundestagswahl hat die Union der Regierung den Kampf angesagt. CDU-Chefin Merkel und ihr CSU-Kollege Stoiber warfen der rot-grünen Koalition Versagen auf ganzer Linie vor. Merkel kündigte die Einsetzung einer eigenen Reformkommission an, die Konzepte in der Sozialpolitik erarbeiten soll. Bei der Wahl der neuen CDU-Spitze wurde sie mit breiter Mehrheit im Amt bestätigt. Ein gutes Ergebnis erzielte auch der frühere Unionsfraktionschef Merz, der neu ins Präsidium einzog. So viel Union war nie, der Slogan hat sich im Bundestagswahlkampf bewährt und so soll es nun bleiben. Deshalb Edmund Stoiber als Gastredner, Demonstration der Gemeinsamkeit und der Stärke. Angela Merkels Wiederwahl mit respektablem Ergebnis 93,7%. Auch wenn etwa 150 Delegierte ihre Stimme gar nicht erst abgaben. Sie sind nicht alle zufrieden mit den Modernisierungsplänen ihrer Chefin, weswegen die heute immer wieder die alten christdemokratischen Werte beschwor. Ich sage, es geht nicht darum, irgendetwas zu verscherbeln, sondern ich sage, lassen wir dieses Tafelsilber doch wieder glänzen, gehen wir zu den Menschen, fürchten wir uns nicht, dass dieses Tafelsilber außer Mode gekommen ist. Es ist so modern, wie es nie war. Ansonsten schonungslose Auseinandersetzung mit der rot-grünen Bundesregierung. Lügen im Wahlkampf, dilettantische Neuauflage der Koalition, handwerkliche Fehler. In der Kritik sind sie sich einig in der Union. Die Menschen wurden getäuscht wie nie und die Menschen sind enttäuscht wie nie. Diese Regierung hat sich an die Macht gemogelt und geschwindelt. So bringt er die Delegierten zum Jubeln. Die Auseinandersetzung mit dem CDU-Programm aber vertagt ins nächste Jahr und delegiert an eine Kommission. Keine Debatte soll irritieren, bis Roland Koch in Hessen und Christian Wulff in Niedersachsen die Landtagswahlen hinter sich haben. Unter dem Motto, besser für die Menschen, CDU. Nach der Wahl ist vor der Wahl, das war das heimliche Motto dieses Parteitages. Die CDU hat sich und ihrer Parteichefin ein Modernisierungsverbot verordnet bis zu den Landtagswahlen im Februar. Erst danach wird sich entscheiden, in welche Richtung die Partei geht. Wirtschaftsminister Clement und Unionsfraktionsvize Merz treffen sich morgen zu Gesprächen über das Hartz-Konzept. SPD und Grüne brauchen für einen Teil ihrer Gesetzesvorhaben die Zustimmung des unionsdominierten Bundesrats. Merz rückte heute davon ab, sich nur mit Clement zu treffen, wenn die Regierung den Zeitplan für die Verabschiedung des Hartz-Konzeptes verschiebt. Im Koalitionsstreit um höhere Rentenbeiträge gibt es offenbar eine Lösung. Die SPD signalisierte Zustimmung zur Forderung der Grünen, noch vor der Abstimmung am Freitag den Arbeitsauftrag der geplanten Reformkommission schriftlich festzuhalten. Das Gremium soll unter anderem Vorschläge erarbeiten, wie die Lohnnebenkosten gesenkt werden können. Aus Regierungskreisen verlautete, schon morgen wolle Gesundheits- und Sozialministerin Schmidt den Auftrag vorstellen. Die Deutsche Telekom wird das laufende Geschäftsjahr voraussichtlich mit einem Rekordverlust abschließen. Das sickerte kurz vor der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag durch. Grund seien Abschreibungen in zweistelliger Milliardenhöhe auf teuer eingekaufte Töchter und UMTS-Mobilfunklizenzen. Die Telekom wollte das heute nicht kommentieren. Die Schwarzseher unter den Analysten haben es befürchtet, doch dass das Finanzloch bei der Telekom so groß ist, hätte wohl kaum jemand gedacht. Von bis zu 28 Milliarden Euro ist die Rede. Das wäre wohl der höchste Verlust, den je eine DAX-Gesellschaft ausgewiesen hat. Die Verluste sind aber schon viel früher verursacht. Im Wesentlichen, indem die Deutsche Telekom vor 2 Jahren ungefähr VoiceStream gekauft hat. Dadurch hat man einen sehr, sehr hohen Kaufpreis bezahlt, der sich aus heutiger Sicht nicht rechtfertigen lässt. Nicht nur der amerikanische Konzern VoiceStream, auch andere Tochterfirmen sind offenbar längst nicht mehr so viel wert wie das, was die Telekom einst dafür zahlen musste. Es wurde locker eingekauft, zu teuer eingekauft, der Markt hat es nicht hergegeben und dann ist sicherlich eine ganze Menge Sparpotenzial im Unternehmen verschenkt worden. Die Beschäftigung ist sehr hoch, man wird da stark reduzieren müssen. Ich denke, es sind 50.000 Stellen stehen zur Disposition. Sicher ist, die Telekom möchte die
Kunden zur Kasse bitten. Die Grundgebühren für analoge Telefonanschlüsse sollen steigen. Die Regulierungsbehörde muss diesem Antrag allerdings noch zustimmen. Übergangschef Helmut Sieler wird am Donnerstag die Unternehmenszahlen vorlegen. Dann wird er auch seinen Nachfolger vorstellen. Als Favorit gilt der bisherige T-Mobile-Chef Kai-Uwe Ricke. Er soll die Radikalkur durchsetzen und muss den Telekom-Aktionären klarmachen, dass es in diesem Jahr wohl keine Dividende gibt. Ein Job, um den der neue Mann an der Spitze nicht zu beneiden ist, wer immer es wird. Die Ermittlungen der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft gegen den früheren nordrhein-westfälischen FDP-Chef Möllemann konzentrieren sich bislang nur auf dessen Wahlkampfsonderkonto. Das hat die Behörde heute klargestellt. Keine Rolle spielen nach Angaben eines Sprechers bislang Berichte, Möllemann könnte in seiner Zeit als Bundeswirtschaftsminister für den Verkauf von Fuchsspürpanzern nach Saudi-Arabien Millionen Schmiergelder bezogen haben. Mehr zum Thema Möllemann in der Sendung Report aus München um 21 Uhr. Die Europäische Union und Russland haben sich in dem Streit um die Anbindung der russischen Exklave Kaliningrad beim Gipfeltreffen in Brüssel geeinigt. Ein spezielles Reisedokument soll den Transit zwischen dem Gebiet um das frühere Königsberg und Russland erleichtern. Nach dem Beitritt Polens und Litauens zur Europäischen Union wird Kaliningrad von EU-Gebiet umschlossen sein. Umstritten blieb bei dem Treffen die russische Tschetschenienpolitik. Den roten Teppich haben sie ihm zwar ausgerollt und zur Begrüßung eilte dem russischen Präsidenten der dänische Ministerpräsident Fogh Rasmussen als amtierender Vorsitzender der EU auch weit entgegen. Aber viel mehr entgegenkommen hatte Europa dem russischen Gast nicht zu bieten. Einen völlig unkontrollierten Zugang zu seiner Exklave Kaliningrad wird Russland nach der EU-Erweiterung nicht erhalten. Am Ende war Wladimir Putin damit zufrieden, dass russische Reisende für den Transit kein Visum, sondern nur ein nahezu kostenlos ausgestelltes Transitdokument vorweisen müssen. Während man sich hier immerhin einigte, waren die Meinungsunterschiede zur Tschetschenienpolitik so unüberbrückbar, dass es nicht einmal für eine gemeinsame Erklärung reichte. Der Tschetschenien-Konflikt ist nicht nur ein Problem des Terrorismus, sagte Fogh Rasmussen. Nur eine politische Lösung wird Frieden bringen. Putin freilich stellte sein Vorgehen in Tschetschenien ausschließlich als Kampf gegen Terroristen dar, denen kein Hauch nachgegeben werden dürfe, weil sie das als Schwäche auslegen würden. Dieser 10. Gipfel machte deutlich, wie unterschiedlich die politischen Kulturen in Europa und Russland immer noch sind. So sahen sich die Gastgeber genötigt, ihren Besucher in aller Öffentlichkeit über Freiheitsrechte zu belehren. Und selbst wenn beide Seiten die gleichen Worte gebrauchen, meinen sie manchmal ziemlich Unterschiedliches, etwa wenn von politischen Lösungen die Rede ist. Immerhin, dass die Russen die Diskussion über Tschetschenien überhaupt zuließen, notierten westliche Diplomaten hier ebenso zufrieden wie bescheiden. 4 Tage vor Ablauf des UN-Ultimatums berät im Irak das Parlament über die neue Resolution zu Waffenkontrollen. Scharfe Kritik übte dabei der Auswärtige Ausschuss, der die Entschließung als hinterlistig bezeichnete und forderte, sie nicht anzunehmen. Das irakische Parlament, der Nationalrat, kann allerdings nur eine Empfehlung abgeben. Entscheiden muss der revolutionäre Kommandorat unter Leitung von Machthaber Saddam Hussein. Der Nationalrat, streng in Richtung staatlicher Baath-Partei ausgerichtet, tritt nicht oft zusammen. Wenn er es tut, stehen wichtige Entscheidungen an, wie 1998, als die Waffeninspektoren nicht wieder ins Land gelassen wurden. Heute die Diskussion über die neueste und zugleich letzte UN-Resolution vom Freitag. Die Haltung der 250 Mitglieder des Marionettengremiums vor der Sitzung einhellig. Wir weisen die erniedrigende Resolution zurück, das irakische Volk wird seine Rechte und seine Prinzipien verteidigen. Die Welt entrüstet sich wegen der Aggressionen gegen den Irak. Die Resolution ist ein Vorwand, den Irak anzugreifen. Wir als Nationalratsmitglieder werden mit unserem Leben kämpfen und mit unserem Blut, wenn es sein muss. Die Empfehlung des Komitees für Außenbeziehungen an den Nationalrat: Ablehnung der Resolution 1441. Begründung: Sie verletze die Souveränität des Irak und widerspreche internationalem Recht. Mit einer Entscheidung wird morgen gerechnet. Die heutige Entscheidung besagt noch rein gar nichts. Und selbst wenn morgen der Nationalrat in Gänze die Resolution ablehnen würde, es ist der Revolutionsrat, der sich die letzte Entscheidung vorbehält und damit Saddam Hussein selbst. Und er hat bereits im Vorfeld angedeutet, dass er zwar protestieren, aber vielleicht als urplötzlicher Friedensfürst die Resolution schließlich annehmen wird. Dennoch, in Bagdad wird mit dem Feuer gespielt.
Überschattet von einem palästinensischen Überfall mit 5 Toten ist heute der Nahostbeauftragte im US-Außenministerium Satterfield in Israel eingetroffen. In der Nacht war ein Palästinenser in einen Kibbutz in der Nähe von Tulkarem eingedrungen und hatte eine Frau mit ihren 2 Kindern und 2 weitere Menschen erschossen. Schon am Nachmittag wurden 2 der erwachsenen Opfer dieses Anschlags zu Grabe getragen. Eines von ihnen hatte sich nur zu Besuch in dem Kibbutz nahe der Linie zum Westjordanland aufgehalten. Der neue Verteidigungsminister am Tatort: Wir müssen alles tun, um solche Vorfälle zu verhindern und sicherstellen, dass wir den Mörder finden. Kurz vor Mitternacht hatte der Täter den Sicherheitszaun durchschnitten und war dann, nachdem er 2 Menschen erschossen hatte, in ein Haus eingedrungen. Im Kinderzimmer las Revital Ohayon ihren Söhnen, 4 und 5 Jahre alt, gerade eine Gute-Nacht-Geschichte vor, als der wohl aus dem nahen Tulkarm stammende Mörder die 3 tötete. Zwar hat die palästinensische Führung den Anschlag mit harten Worten verurteilt, aber Sicherheitskreise in Tel Aviv sprechen schon seit Stunden von einer raschen Vergeltungsaktion der Armee. Und der Alltag in Israel wird von immer neuen Hinweisen auf geplante Terrorakte geprägt. Die Mitglieder des Kibbutz Metzer sind in Israel bekannt für ihr gutes Verhältnis zu den arabischen Nachbarn im Umkreis und ihr Bemühen um Frieden. Aber wir hatten gute Nachbarschaft und fühlten uns sicher. Jetzt aber empfinden wir, dass Fundamentalismus und Faschismus auch hierher kommen, die alle Menschen umbringen. Und der Vater der ermordeten Kinder kann die brutale Tat noch immer nicht fassen. Bei den schwersten Wirbelstürmen seit Jahren sind in den USA mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 200 Personen wurden verletzt. Nach Behördenangaben werden noch Hunderte vermisst. Die Tornados wüteten vor allem in 5 Bundesstaaten im Osten und im Süden. So sieht es aus, wenn ein Tornado auf einen zurast. Diese Bilder machte ein Familienvater mit seiner Videokamera, kurz bevor er sich in den Keller flüchtete. Mehr als 50 solcher Wirbelstürme waren letzte Nacht und heute Morgen mit Geschwindigkeiten von bis zu 320 Stundenkilometern durch 5 Bundesstaaten gerast. Erst aus der Luft erkennt man das ganze Ausmaß der Zerstörung. Gebiete, in denen sich die Verwüstungen über Dutzende Quadratkilometer erstreckten. Vielerorts sieht es aus wie nach einer schweren Bombenexplosion. Die Stürme hatten sich in der Nacht zum Montag entwickelt, als eine Kaltfront mit warmer, feuchter Luft vom Golf von Mexiko kollidierte. Ganze Ortschaften wurden dem Erdboden gleichgemacht. Glück hatten dagegen rund 50 Besucher eines Kinos in Ohio, überwiegend Eltern mit ihren Kindern. Sie schauten sich gerade einen Film über den Weihnachtsmann an, als der Kinomanager im Radio die Tornado-Warnung hörte. Er konnte die Menschen gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Erneut ist ein Flugzeug vom Typ Fokker verunglückt. Kurz nach dem Start in der philippinischen Hauptstadt Manila stürzte die Maschine ins Meer. Von den 34 Insassen konnten nur 15 geborgen werden. Unglücksursache war möglicherweise ein Triebwerksschaden. Erst am vergangenen Mittwoch waren 20 Menschen beim Absturz einer Fokker-Maschine in Luxemburg ums Leben gekommen. Gegen den bislang größten Atommülltransport nach Gorleben sind im Wendland und in Lüneburg erneut mehr als 1000 Menschen auf die Straße gegangen. Der Zug mit insgesamt 12 Behältern hochradioaktivem Abfall ist seit gut einer Stunde in Nordfrankreich unterwegs und soll morgen Nachmittag die deutsche Grenze passieren. Gerd Westphal, einer der bekanntesten deutschen Rezitatoren, ist tot. Er starb gestern Abend im Alter von 82 Jahren in der Schweiz, wo er seit 40 Jahren lebte. Hunderte von Hörbüchern hat der gebürtige Dresdner aufgenommen, darunter vor allem die Werke seiner Lieblingsautoren Goethe, Fontane und Thomas Mann. Kritiker feierten Westphal als König der Vorleser. Darüber hinaus machte er sich auch als Schauspieler und Regisseur einen Namen. Seit 11.11 Uhr ist es wieder soweit. Die Narren sind los. Mit einem dreifachen Kölle-Alarv läuteten die Kölschen Jecken die 5. Jahreszeit ein. 20.000 feierten auf dem Altermarkt nach dem Motto Klav und Tratsch auf kölsche Art. Die Würde des Narren ist unantastbar, ein Artikel des närrischen Grundgesetzes, das traditionell am 11.11. in Mainz verlesen wird. Über 2000 Narren verpflichteten sich am Fastnachtsbrunnen auf ihr ganz spezielles Gesetzeswerk. In Sachsen-Anhalt waren die Narren schon früh auf den Beinen. Seit 9.30 Uhr schallte der Schlachtruf KUKK durch die Straßen, die spöttische Abkürzung für Kuhkaff Köthen. Die Narren übernahmen auch hier die Macht, bis Aschermittwoch alles wieder vorbei ist.